Unsere nächsten Gäste, sie kommen aus Manchester. Die Jungs von Hertz sind heute bei uns und sie präsentieren ihre aktuell neueste Single. Es geht um Ready to Go. Und bevor wir mit ihnen plaudern, hier ein kleiner Auszug aus dem Video. She's been, but you catch your eye, and it makes you freeze. She's looking at everybody with a secret. Was für eine unglaubliche Dance-Performance, what a dance-move we have seen. Good morning. Guten Morgen und willkommen in Österreich in unserer Sendung. It's great to be here. Toll, hier zu sein. Aber ihr seid nicht zum ersten Mal da, oder? Nein, wir waren schon unzählige Male hier. Ich war in Wien oft auf Urlaub. Es ist schön hier. So what you like most in Vienna? Was magst du in Wien am meisten? Es ist eine schöne Stadt. Es gibt viel Geschichte. Meine liebsten Künstler kommen von hier. Egon Schiele zum Beispiel. Okay. Egon Schiele ist one of my favorites. Wow. Lasst uns über euer neues Album Desire reden. Im Song Beautiful Ones macht ihr auf ein besonderes Thema aufmerksam. Welches ist das? Special topic. What is it? Well, it was a song about being yourself and about sort of not being afraid to be who you are. Es geht darum, man selbst zu sein und keine Angst davor zu haben, zu sein, was man ist. Wir haben ein Video gedreht, wo es um eine Drag Queen geht und um die Gewalt, mit der sich solche Leute konfrontiert sehen. Es geht darum, dennoch stark zu sein. Es war eine wichtige Sache und das Feedback war toll. And I think your face was covered with, und dein Gesicht war bedeckt mit Schmetterlingen, oder? Also dein Gesicht, wie war das? Ich habe es genossen. Echt? Waren das lebendige Schmetterlinge oder unechte? Ja, echte. Man muss dazu sagen, keine Schmetterlinge wurden während den Dreharbeiten verletzt. So, you have your new album here. Please. Wir haben euer neues Album hier. Bitte unterschreibt es für uns. Unsere Facebook-Community will es natürlich auch immer gewinnen. Das magische Album, liebe Facebook-Community. Community, das wollt ihr haben. Aber sie müssen auch was tun dafür. Was sollen sie tun? Album. What should they do? Okay. I think that we need to make it a little difficult. Of course. Es ist ein bisschen schwieriger machen, aber auch ein bisschen lustig. Ich denke, Leute müssen Videos einschicken, wie sie tanzen. Ich musste ja auch fürs Video von Ready to Go tanzen lernen. Ich würde so gerne einen Move von dir sehen. Du musst mir was zeigen. What sort of dance move do you want? Yeah. I don't know. You have to show us. Lass mich überlegen. I don't really want to do. Okay, do a speed. Ich zeige dir eine Drehung. Okay. Also diesen Fuß über diesen Fuß und dann verlagerst du einfach das Gewicht. Ich glaube, das geht mit meinen Schuhen nicht. Got it. So if you can do a dance. Also wenn ihr einen Tanzmove macht, bekommt ihr diesen tollen Preis. Perfect. I have to say thank you for coming to me to perfect, danke, dass ihr da wart. Hoffentlich sehen wir uns hier in Café Puls. Dankeschön. Oh, you speak German? Oh, ihr sprecht Deutsch? Warum habt ihr das nicht gesagt? I didn't tell this to me. Because I wanted to hear your English. Ich wollte dein Englisch hören. In Deutsch, das nächste Mal in Deutsch. Abgemacht? Ja. Next time. Next time German. Okay, dankeschön. Danke.